Hallo, ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video. Ich habe heute für euch den Con Haul von der Chisei Con und dann noch den Stampin' Up Haul. Das eine ein bisschen weniger ist, das andere ein bisschen mehr. Dachte ich, füge ich das zu einem Video zusammen. So habt ihr so ein bisschen mehr was zu gucken und es wird nicht ganz so wenig oder langweilig. Ja, die Chisei Con, ja, die ist jetzt eine Woche her. Es war wirklich sehr, sehr schön. Das Wochenende war toll. Meine Freundin Tanja kam mir zu Besuch, Cupcake Cherry. Und wir hatten wunderbare Tage zusammen. Es ist ganz viel passiert. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, an diesem Tag nicht zu vloggen. Oh, entschuldigt bitte meine Haare. Ich bin derzeit, was das angeht, auch mega unzufrieden. Ich habe die gerade gewaschen und die sehen aus wie so ein Wischmopp. Ich weiß nicht gerade, was mit denen los ist, ob das irgendwie am Wetter liegt. Naja, auf jeden Fall, in 2 Wochen geht's zum Friseur, also dann ist damit sowieso endlich mal vorbei. Ja, also die Chisei Con, wo war ich stehen geblieben? Genau, es war halt so, ich wollte eigentlich gar nicht vloggen, weil ich mir gedacht hatte, Mensch, das ist einfach, ja, immer dasselbe. Ihr seht immer dieselben Händler, ihr seht immer dasselbe Klientel, ihr seht immer dieselben Leute. Es ist immer derselbe Stand von mir, es ist immer irgendwie derselbe Ablauf. Und ich dachte mir, dieses Mal wird's vielleicht langweilig, also nehme ich die Kamera nicht mit. Was ein großer Fail war, weil an diesem Wochenende so viel passiert ist, dass ich dachte, es kann doch nicht wahr sein, dass ich in diesem Moment dann nicht meine Kamera dabei hatte. Ja, es fing am Freitag an mit, dass wir auf der Autobahn liegen geblieben sind, weil sich das Auto von der lieben Tanja überhitzt hat. Und wir dann voller Panik dort mit Leitplanke, hinter die Leitplanke klettern und Pannendienst anrufen und Versicherung telefonieren. Ja, in die Werkstatt mussten, um das Auto zu untersuchen und nachher herauskam, dass dieses Auto leider einen Zylinderkopfschaden hatte. Was, wenn ihr euch mit Autos nicht auskennt, so wie ich zuerst nicht wusste, was es ist, wenn sich der Motor erhitzt und der Zylinderkopf im Arsch ist, dann, entschuldigt bitte die Ausdrucksweise, dann geht der ganze Motor Schrott, wenn man nicht aufpasst und dann ist das Auto hin. Ja, und diese Art von Reparatur ist sehr, sehr teuer. Das heißt, es war eigentlich, ja, ein schöner Reinfall mit dem Auto sozusagen, da sich Kosten aufgetürmt hatten, die sich nicht hätten sein müssen. Aber davon mal abgesehen. Wir sind ja auf der Autobahn liegen geblieben. Wir konnten jedenfalls nicht zur Con fahren. Wir mussten die nächste Werkstatt aufsuchen. Das hat sich alles sehr lange hingezogen. Dann mussten wir die Taschen nach Hause bringen. Und, weil wir hätten sonst mit der Bahn fahren müssen. Wir hatten mehr mit, als wir sonst geplant hätten, wenn wir mit der Bahn gefahren wären. Ja, und alles, dieses ganze Heckmeck hin und her hat dann eingebracht, dass wir Freitag halt nicht auf der Con waren, was ich sehr schade fand, aber es einfach nicht zu ändern war. Denn als wir wieder zu Hause waren, waren wir so platt von dem ganzen, von dieser ganzen Aufregung und es war einfach alles so, ja, es war so warm gewesen, das ganze Wochenende war ultra warm, wir hatten hier 27 Grad, Sonnenschein, wunderschönes Wetter in Hamburg, wir haben immer noch wunderschönes Wetter, wir haben hier überhaupt kein Problem mit Überschwemmung oder zu viel Regen, ein bisschen bewölkt ist es heute, aber es ist eigentlich ganz angenehm, wenn man die Wohnung auch ein bisschen auskühlen kann. Auf jeden Fall war sehr heiß, wir waren sehr platt und dann sind wir am Freitag auch zu Hause geblieben und nicht mehr zu Con gefahren. Ja, Samstag früh hat uns eine Freundin mitgenommen, sehr lieberweise, und dann sind wir immer mit der Bahn hin und zurück und ja, am Sonntag hat diese besagte Freundin dann nochmal meine Tasche mitgenommen, das war sehr, sehr lieb und ich danke dir, Charlie, ich danke dir wirklich, du bist mein Engel, du bist mein rettender Engel, wirklich immer in der Not, also vielen, vielen Dank. Es war ein sehr, sehr schönes Wochenende, wie gesagt, die Kamera hatte ich nicht mit, dann habe ich sie Samstag auch noch in der Aufregung vergessen gehabt morgens und habe ein paar Sachen mit meinem Handy gefilmt, also was ihr alles seht, ich verlinke euch hier oben nochmal in der Infocard, das im Impressionsvideo von oder das Vlog-Video von der Chisei Con. Da findet ihr dann die ganzen Sachen sozusagen, ja, die ich aufgenommen habe mit dem Handy und die paar Sachen, die mein Freund dann nachher noch am Sonntag gefilmt hat. Denn der kam Sonntag nochmal nach und hatte dann gedacht, nochmal für euch zu vloggen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja gerne mal Feedback unter dem Video dalassen. So war das halt. Ein sehr aufregendes Wochenende, aber ein sehr schönes Wochenende. Ich habe sehr viel Spaß gehabt, oder wir hatten sehr viel Spaß gehabt mit der lieben Dani, also von Ratata, und Nadine, ihre Helferin. Und es war einfach ein tolles Wochenende. Es hat so viel Laune gemacht. Ich hatte einen tollen Workshop mit tollen Workshop-Besuchern. Falls jemand von euch das noch guckt und der teilgenommen hat, ich habe noch ein paar Sachen hier, die nicht abgeholt wurden. Also dann schreibt mich bitte an, dann schicke ich euch das zu. Ja, und es war ein wirklich tolles Wochenende und das habt ihr ja gesehen im Impressionsvideo. Und jetzt zeige ich euch nochmal, was ich geshoppt habe, denn mehr zu erzählen gibt es eigentlich auch gar nicht. Alle, die da waren, die ich irgendwie gezeigt habe, habt ihr alle verlinkt gesehen im Video. Da könnt ihr nochmal reinklicken und euch das anschauen. Und wenn ihr noch Fragen zur Con habt, dann sagt es mir gerne. Dann werde ich gucken, was ich da euch noch berichten kann. Ja.
Genau. Und Tanja und ich hatten noch eine wunderschöne Woche weiterhin. Ihr Auto war jetzt erst letzten Freitag, also fast eine ganze Woche in der Werkstatt. Konnte sie dann abholen, ist dann wieder nach Hause gefahren. Wir hatten schön gebummelt in Hamburg. Wir haben ein bisschen geshoppt bei Peacocky, Nuena und so ein paar anderen Lädchen. Wir haben einen Yankee Candle Laden jetzt in Hamburg. Yankee Candle. Und ja. Allerdings habe ich das jetzt alles nicht hergeholt. Das sind so Kleinkram-Sachen und so. Die findet ihr auf meiner Facebook-Seite. Da könnt ihr mal reinschauen. Da habe ich das, ja, gepostet, was ich an dem Tag geshoppt habe, ja. Weil das meiste, was wir an Perlen und Zeugs gekauft haben, habe ich schon verarbeitet. Ja, und jetzt komme ich endlich mal zum Cheeseicon Haul, wenn ihr schon lange erwartet. Ich habe ein bisschen Essen geshoppt. Und zwar habe ich, kann ich euch mal zeigen, beim J-Store mir hier so Naschis gekauft. Das sind so Gummibärchen in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Einmal Traube, einmal Pfirsich, helle Traube, Orange und ich glaube Apfel. Ja, die sind super süß eingepackt. Ich finde die super niedlich und ich bin sehr gespannt, die auszuprobieren. Und das wird demnächst in einem Video folgen. Da haben wir schon geplant, dass wir euch so ein kleines Japanese Food Challenge probiert Video machen. Dann habe ich hier so Erdbeer-Kaubonbons mitgenommen und Apfel-Kaubonbons. Auf die bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie die schmecken. Die sollen laut J-Store sehr lecker sein. Also, ja, die haben jeweils 1,95 gekostet und die anderen haben 3,45 gekostet. Also, wen die Preise mal interessieren, so von den Süßkram-Sachen. Dann habe ich noch etwas mitgenommen. Es ist ein Getränk und zwar ist es eine Limo. Eine japanische Limo im Strawberry Flavor, also in Erdbeergeschmack. Die ist total pink. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie sie schmeckt. Die wird wahrscheinlich sehr, sehr künstlich schmecken. Aber wir sind mal gespannt. Also die nennen sich in Japan Ramune und bestehen hauptsächlich aus Zucker, wie ich es hier. Ja, wir werden einfach mal schauen. Und ja, die habe ich noch mitgenommen. Und jetzt habe ich eine ganze Menge Zeugs zusammen, wo wir das austesten können. Dann habe ich bei ein paar Tombolas mitgemacht, bei unserer Nachbarin Eclipse Art. Da habe ich diese Postkarte gewonnen, die ist wunderschön. Da könnt ihr auch mal reinschauen in der Infobox. Sie malt sehr, sehr schöne Sachen, wer sie noch nicht kennt. Dann habe ich hier noch zwei Karten, wo ich gerade die Künstler nicht aus dem Kopf weiß. Diese Postkarte habe ich gewonnen und diese echt, also dieses Original Kakao-Karte von dem Häschen. Eleanor Berlin, die werde ich euch unten verlinken, dann könnt ihr da nochmal reinklicken auf die Seiten. Auch zwei wunderbare Künstlerinnen, wunderschön sind sie ja alle, wunderschön malen sie auch alle. Ich habe hier noch ein Zettelchen, bin mir nicht sicher, Grimoire Hazelridge. Ich bin mir nicht sicher, wer von beiden das jetzt war. Aber wenn es eine von beiden ist, werde ich euch die verlinken. Dann natürlich Elisabeth Trost, wer kennt sie nicht. Da habe ich mir ein kleines Sushi-Blöckchen gekauft. Es ist super süß. Ich liebe diese kleinen Memo-Blöcke und das ist für meinen Kalender und so weiter wunderbar. Übrigens Kalender, da werde ich auf jeden Fall demnächst ein Update-Video drehen. Ich hoffe, ihr habt Bock auf Kalender-Videos. Da habe ich schon lange eigentlich was vorgehabt, aber es war einfach so viel zu tun bei mir. Ich habe halt gerade sehr viel beruflich zu tun und mit der Wohnung und all dem ganzen Kram, weil wir ganz viel ausmisten und umräumen und sortieren und Gäste haben. Und aus dem Grund, entschuldigt bitte, wenn jetzt die Videos auch gerade sehr spärlich gekommen sind. Das liegt auch mit daran, dass mein Schnittprogramm halt Probleme machte. Habe ich euch, glaube ich, im Mini-Vlog schon erzählt. Auch da fuchse ich mich gerade ins neue Schnittprogramm rein. Also habt da noch ein bisschen Geduld, wenn das alles mal ein bisschen länger dauert. Dann haben wir bei Elisabeth noch diese süße kleine Sushi-Rolle gekauft. Das ist ein Handtuch, wie nennt sich das? Ein Gesichtswaschlappen. Der ist bestickt und da steht Happy Onigiri drauf. Wie meine Kleinen aus Fimo. Und es ist so süß. Ich liebe es. Ich muss das auf jeden Fall haben. Ich traue mich noch nicht, es so aufzumachen. Sieht so wunderschön aus. Vielleicht dekoriere ich mir das so ins Badezimmer. Und dann benutze ich das irgendwann. Ich weiß es noch nicht. Es ist so süß. Dann habe ich mir an einem Stand diesen Totoro gekauft. Totoro. Ich liebe Totoro. Und das ist eine Geldbörse. Da kann man hier oben aufmachen, könnt ihr das Geld reintun. Und hinten ist noch so ein Fach, da kann man Kärtchen reintun. Ich fand das sehr, sehr cool. Das ist jetzt die Visitenkarte von dem Shop. Ich fand das sehr, sehr cool, weil ich das für Konz sehr, sehr cool finde. Wenn ich mal vom Stand weg muss, nur ein bisschen Geld dabei habe und mein Ticket. Und das hier kann man festmachen und dann kann man ihn mir nicht klauen. Sehr cool. Ja, der musste auf jeden Fall mit. Fand ich eine super praktische Sache. Und Totoro geht immer. Und dann habe ich mir noch ein Panda, habe ich bekommen, von der lieben Dani von Ratata. Das ist ein Panru-Baby. Ich liebe ihn, er ist so süß. Er sieht aus wie die Nemonikus und ist halt ein Panda-Bär. Ja, fehlte noch in meiner Sammlung von meinen Kuscheltierchen, die ich hier schon habe. Und ich liebe Baby-Panru. Und
Und als letztes von der CheeseyCon habe ich mir diesen Fächer gekauft. Ich habe den schon wieder eingepackt, damit er nicht dreckig wird oder kaputt geht. Einen süßen Manga-Fächer. Ich fand den so niedlich. Es war ja so ultra warm an dem Wochenende und wir sind da fast eingegangen. Und deswegen haben sie alle diese Fächer gekauft. Also derjenige, der die verkauft hat, dieser Stand hat sich wirklich dumm und dämlich verdient an Fächern. Aber die sind so süß und wir fanden das alle so süß, dass jeder mit diesem Fächer rumgelaufen ist. Und ja, und das war's. Das war mein Con-Haul. Also viel habe ich nicht geshoppt auf der CheeseyCon. Die ist halt sehr, sehr klein, wie ihr gesehen habt. Und ich finde auch, man muss nicht immer sehr viel shoppen und es ist schon viel zu viel Geld, was ich wieder ausgegeben habe für irgendwelchen kleinen Blödsinn, sage ich jetzt mal. Aber es sind halt immer ganz niedliche Sachen dabei. Und wie gesagt, bei den Essenssachen wollte ich unbedingt was probieren. Und ja, da freue ich mich schon sehr auf das Video dazu. Dann komme ich mal zu meiner Stampin' Up! Bestellung. Und zwar war ja ausverkauft. Der neue Katalog ist inzwischen draußen. Wer den neuen Katalog noch nicht kennt, kann gerne mal bei verschiedenen Demonstratoren einfach vorbeischauen. Ich verlinke euch nochmal Alexandras Seite unten in der Infobox. Alexandra ist die Demonstratorin von Stampin' Up, nicht ich. Also ich mache ein Video mit den Sachen, die ich shoppe, die ich dort kaufe. Also alle, die mich anschreiben, bitte, ich bin keine Demo und ich werde auch in Zukunft keine werden. Also dafür habe ich leider nicht die Zeit und aus dem Grund, es gibt so viele wunderbare Papierbastler. Haltet euch an sie. Ihr könnt Alexandra gerne immer anschreiben und irgendwie dort, ja, Informationen bekommen und Kataloge bestellen und auch andere Sachen bestellen, ja. Deswegen, kurzes Statement dazu. Ich habe natürlich im Ausverkauf geshoppt. Wie kann es anders sein? Immer zum Mai, Juni hin ändert sich der Katalog, dann kommt ein neuer Katalog raus und dieses Jahr ging sehr, sehr viel aus dem alten Katalog raus. Im alten Katalog waren aber auch schon wirklich Sachen, ich kenne Stampin' Up jetzt seit ungefähr 3 Jahren und seit ungefähr 3 Jahren waren auch dieselben, also fast dieselben Sachen immer dabei und jetzt hat das ganze Sortiment mal komplett wirklich gewechselt. Also es sind so viele Stanzen, Stempel, Sinlits, allem möglichen Kram rausgegangen. Es ist unglaublich und ich habe eine Riesenbestellung aufgegeben, weil alle Dinge, die ich mir 3 Jahren gewünscht habe, habe ich auf meiner Liste gehabt und die waren natürlich im Ausverkauf. Ja, was soll ich anderes sagen? Demnach wurde es eine sehr, sehr große Bestellung und weil ihr alle gespannt darauf seid, was ich mir bestellt habe im Ausverkauf, dann will ich euch das jetzt zeigen. Ja. Also es ging wirklich unglaublich viel raus. Ich konnte mich auch gar nicht richtig entscheiden und ich musste nachher wirklich Abstriche machen, weil es einfach zu viel wurde und was soll man da einfach machen. Aber ja, war jetzt einfach so. Dafür wird jetzt erstmal Stampin' Up! Diät eingehalten, außer 2 Dinge, die ich mir kaufen werde. Und zwar einmal das, ja, dieses Stempelreinigungspad mit dem Stempelreinigungsspray. So, ich habe mich entschieden für diese Pünktchen, süße Pünktchen in Pastellfarben. Die fand ich ganz süß. Die haben, glaube ich, nur noch 3-4 Euro gekostet, also habe ich die mitgenommen. Dann habe ich mir Prägefolder für die Big Shot mitgenommen. Ich liebe es zu prägen. Ich mag das lieber als die Sinlits sogar, obwohl ich auch einige Sinlits besitze. Und habe mir die Prägefolder gekauft. Einmal die Punkte, einmal so Karos oder so geometrische Sachen und einmal die Waben. Die Waben fand ich sehr, sehr schön. Die wollte ich schon immer haben und deswegen habe ich mir die bestellt. Jetzt kommen wir mal zu den ganzen Stempeln, die ich bestellt habe. Da waren auch so unglaublich viele dabei, die so schön waren. Ich habe mich einmal für die Fähnchen entschieden. Ich hoffe, ihr könnt das sehen und dass das spiegelt. Das sind die Fähnchen. Sag's mit Fähnchen heißt das Set. Das sind wirklich so ganz kleine Stempelchen, die finde ich super für so Kleinigkeiten. Ich mache ja auch gern wirklich so 5x5 Geschichten und so weiter. Und dazu passend habe ich natürlich die Stanze mitgenommen. Wie kann es anders sein? Denn wenn man das Set hat, braucht man auch die Stanzen, das Fähnchenstanze. So. Dann habe ich mich entschieden für dieses Set. Das ist Choice Happiness. Fand ich sehr, sehr schön. Hatte ich bei meiner Freundin Christine gesehen. Und als es jetzt rausging, dachte ich mir, ja, bestell es mal mit. Also man kann dieses Fähnchen hier oben gut gebrauchen. Der Vogel ist ganz schön. Diese Bordüren sind schön. Und die Blume ist auch etwas, was man immer gut als Hintergrundstempel benutzen kann. Und aus dem Grund habe ich mich entschieden und habe die auch nochmal mitgenommen. Das war auch so eins, was ich wirklich als letztes bestellt habe, weil ich dachte, ich weiß nicht, soll ich nicht? Und dann dachte ich, na gut, komm, jetzt hast du alles schon drauf, was soll's. Dann habe ich mir ein Weihnachtsset bestellt und zwar dieses hier. Das ist einmal Freude zur Weihnachtszeit. Das fand ich sehr, sehr schön. Damit haben wir im letzten Winter sehr viel gebastelt bei Alexandra. Ich mochte diesen Baum sehr gerne mit den,
mit diesen, ja, ich würde mal sagen, Burberry-Muster, dann die Kugel war jetzt nicht so meins, aber diese Sprüche waren ganz schön, die waren klein und kompakt und ich mochte diesen, ja. Und aus dem Grund, ja, fand ich das sehr, sehr schön, habe es mitgenommen. Da werde ich auf jeden Fall zu Weihnachten ein paar Kärtchen mit basteln. Und ich habe noch ein Weihnachtsset. Ich muss mal gerade gucken, wo wir bei den Weihnachtssets sind. Und zwar dieses hier, Weiße Weihnacht. Das habe ich mir auch schon seit 2 Jahren gewünscht. Das war, glaube ich, oder letztes Jahr. War das letztes Jahr im Winterkatalog? Es war in einem Winterkatalog drin und da habe ich mich drin verliebt gehabt. Und das war dieses hier, ich glaube, vor 2 Jahren. Und mit dem Schneemann und mit diesem Hängespruch und dem Bäumchen, dem Auto. Und ich fand das sehr, sehr schön, weil man kann das auch für sehr, sehr viel winterliche Motive benutzen, nicht nur für Weihnachten. Und aus dem Grund, ja, musste das auch unbedingt in meinen Warenkorb. Dann habe ich mich für dieses Set entschieden. Das habe ich auch schon, seit ich Anbeginn von Stampin' Up! Fan bin, habe ich mir dieses Set gewünscht. Und zwar ist das das Six-Seated Sampler. Das sind die Sechsecke. Und dazu habe ich mir natürlich passend, wie kann das anders sein, natürlich die Stanze dazu bestellt, weil das einfach so passt. Und ich liebe diese Sechsecke. Und ich habe so Lust, damit irgendwas zu dekorieren. Also nicht nur mit dem Stempelset, sondern auch mit dieser Stanze. Ich kann mir da so jetzt gerade, wo dieses Geometrische total in ist, da so. Ja, ich weiß nicht, so ein Kalendercover oder so vorstellen, wo ich einfach aus bunten Sachen die ausstanze. Ja. So, dann habe ich mich noch für 2 weitere Stempel entschieden. Also ich habe jetzt unglaublich viele Stempel von Stampin' Up!, muss ich sagen. Da ist jetzt alles mit dabei. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, sind im neuen Katalog sehr wie schöne dabei und da sind auch einige auf meiner Wunschliste, aber da muss ich noch ein bisschen Geduld haben und zum Herbst erst wieder ein bisschen größer bestellen, denke ich mal. Ein Winterset wird noch dabei sein. Das war schon letztes Jahr mein Favorit mit den, ihr wisst, mit den Schneesternen. Also wer Stampin' Up! Kennt den Katalog, der weiß, diese mit den Schneesternen, mit der Stanze zusammen. Das ist etwas, was ich mir auf jeden Fall noch wünsche. Das werde ich mir zum Winter holen. Und ja, sind ein paar schöne dabei, mit Flamingo, mit Ananas, dem Bohemian Style, finde ich total schön, dieses Marokko-Ding. Also das sind so schöne und tolle Papiere sind da auf jeden Fall diesmal dabei. Ich habe im letzten Katalog so gar kein Interesse gehabt für die Designpapiere, aber dieses Jahr wirklich wahnsinnig schöne Papiere. Ja. Ich werde mir jetzt noch ein paar Grundbasics bestellen über den Sommer. Also wie ich euch schon gesagt habe, das Reinigungspad mit dem Reinigungsspray. Und dann werde ich mir was für die Big Shot bestellen. Das werde ich mir allerdings nicht bei Stampin' Up! Bestellen. Das werde ich mir, glaube ich, woanders bestellen. Und dann werde ich mir noch dazu holen. Was will ich mir noch holen, Basic? Ein paar Stempelblöcke brauche ich auf jeden Fall noch, ja. Die sich besser in der Hand anfühlen. Ich habe so dünne, die rutschen mir immer weg und ja, das nervt so ein bisschen. Auf jeden Fall habe ich mich noch für diese entschieden. Die fand ich wunderschön. Die habe ich auch letztes Jahr mitgebastelt bei Alexandra und ich liebe sie. Und das ist diese World Map. Die ist wunderschön und die musste einfach mit. Das ist ein wunderschöner Hintergrundstempel für verschiedenste Dinge. Dann habe ich mich als letztes Stempelset für dieses hier entschieden. Wie kann es anders sein? Natürlich, Alexandra sagte auch schon, dass du beim letzten Katalogstart dir nicht sofort dieses Set gekauft hast. Das stimmt schon. Ich habe so lange darauf rumgeeiert. Und ja, das Donut-Set, natürlich. Das ist mein absoluter Favorite gewesen. Und dass der jetzt rausging, ja, musste auf jeden Fall mit. Dann habe ich mir die Itty Bitty Stanzen bestellt. Die ging natürlich raus und die wollte ich ja schon im letzten Winter haben und deswegen habe ich die Itty Bitties mitgenommen. Ich habe zwar jetzt das Herz doppelt und einen Stern habe ich noch von einer anderen Marke, aber vielleicht hat jemand von euch Interesse, mir die vielleicht abzukaufen. Müssen wir einfach mal schauen. Ich will sowieso demnächst vielleicht so eine Art Flohmarkt-Facebook-Seite eröffnen. Ihr könnt mir sagen, was ihr davon haltet. Ich habe so viel Krams, den ich vielleicht mal loswerden will, den ich nicht brauche. Was ihr davon haltet, so eine Facebook-Gruppe, wo ich ein paar Flohmarktsachen reinstelle und ihr könnt euch dafür, ja, bewerben, die mir abzukaufen. Dann habe ich diesen hier mitgenommen. Ich wollte unbedingt noch ein paar Wellenkreise haben, bevor sie rausgehen. Und zwar habe ich nicht den größten, sondern den drittgrößten. Ich habe jetzt alle drei, den größten halt nicht. Also 3 Stück von denen. Das ist jetzt ein Dreiviertel-Inch und den musste ich auf jeden Fall haben. Dann habe ich mir die Cupcake-Stanze noch ausgesucht, weil die fand ich super, super schön. Und da kann man so viele Sachen mit ausstanzen, ohne dass man die Stempel braucht. Die Stempel fand ich nicht hübsch, die habe ich nicht dazu bestellt. Ich fand nur die schön und wollte damit auf jeden Fall ein paar Sachen machen. Und als allerletztes, das, was ich auch schon seit Anbeginn haben wollte, ist die Vogelstanze, die natürlich auch sehr, sehr schnell vergriffen war. Und ich habe sie noch bekommen. Ich bin so glücklich darüber, dass ich die gekriegt habe, weil die echt schön ist. Es sind auch so viele neue, schöne Stanzen drin. Ich werde auch, denke ich mal, dieses Jahr eher bei den Stanzen zuschlagen, als wirklich bei den Stempeln. Weil ich jetzt so viele Stempel habe, wie gesagt, mir fehlt eigentlich nur noch, glaube ich, habe ich nicht gesagt, ein Wortstempel. Also mit verschiedenen Sprüchen und so weiter. Und da habe ich einen im Auge und den werde ich mir wahrscheinlich demnächst noch mitbestellen. Ja, ansonsten Basics.
Ist schon wieder eine ganze Menge. Ihr seht, was ist alles Mögliche dazu, ja, alles dabei gewesen. Ich habe jetzt 7 Stempel und dann noch, was haben wir hier, 6 Stanzen. Also eine ganze, ganze Menge ist dazu gekommen. Ach, eine Sache habe ich noch vergessen. Es war, Moment. Eine Sache habe ich noch vergessen, die ist wahrscheinlich ein bisschen uninteressant, aber ich habe noch ganz normales Flüsterweiß Papierpack mitgenommen. Das war auch mal wieder alle und musste unbedingt mit. Das war's, das waren meine beiden Hauls. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in diesem Video, es konnte euch ein bisschen unterhalten. Ihr hattet Lust da vielleicht auch mal reinzuschauen. Wenn, dann guckt da mal unten in die Seite von Alexandra rein. Ihr könnt in den neuen Katalog blättern, also seid nicht traurig, dass ihr im Ausverkauf vielleicht nichts gekriegt habt. Es sind so viele schöne neue Sachen dabei und es macht es ja auch spannend, wenn das Sortiment immer mal wieder wechselt und neue Farben reinkommen und neue Muster und all das Ganze reinkommt. Bin schon sehr gespannt, was ihr vielleicht aus dem Ausverkauf geschafft habt. Also wenn einer von euch dabei ist, der eingekauft hat oder der auch jetzt sich neue Sachen bestellt hat. Ich weiß, Sascha, du auf jeden Fall, aber ihr anderen alle, dann schreibt mir bitte mal in die Kommentare, was ihr euch noch gekauft habt im Ausverkauf. Es würde mich sehr interessieren, für welches Set habt ihr euch noch entschieden und was ist von euren Sachen da euer Lieblingsset. Ich glaube, mein Lieblingsset ist wirklich das mit den 6 Ecken und das mit den Donuts. Das ist wirklich so das, was ich auf jeden Fall haben wollte, was als allererstes auf meinem Bestellzettel drauf stand und die Vogelstanze. Ja. Und ja, zum Thema Con und Vlogs, ihr könnt mir ja nochmal eure Meinung dazu lassen, wie ihr das fandet, ob ihr euch unterhalten gefühlt habt, ob ihr doch weiterhin noch Vlogs sehen wollt. Ich möchte in Zukunft mehr Anleitungen für euch drehen. Eine Anleitung ist bereits in der Arbeit. Wenn ihr das hier seht, ist sie wahrscheinlich schon online. Wenn ja, verlinke ich sie euch auch nochmal oben in der Infocard. Schaut da auf jeden Fall nochmal rein. Und ihr könnt mir gerne nochmal eure Videowünsche dazu dalassen. Es wird demnächst auch noch ein Craft-Update folgen mit den ganzen Karten und Sachen, die ich bei Alexandra gebastelt habe. Und auch die ersten Karten, die ich außerhalb von Alexandras Workshops gebastelt habe. Auch da schaut rein, wenn das online ist, zu Fimo Craft Updates. Das wird es auch demnächst noch was geben. Da möchte ich auch noch was extra zu sagen. Und deswegen wird das demnächst dann auch nochmal folgen. Lasst mir gerne nochmal eure Videowünsche da, wenn ihr was Bestimmtes sehen möchtet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Und ich freue mich. Bis dann. Tschüss. Thank you.